Auf den Spuren des Klimawandels ist das Hamburger Medien- und Forschungsschiff Aldebaran unterwegs zum Laughing Bird Key Nationalpark. Hier, nahe der Insel Laughing Bird Key, hat der Hurricane Mitch 1998 die Korallenriffe bis in eine Tiefe von mehr als 10 Metern total zerstört. Wir sind mit der kalifornischen Meeresbiologin Lisa Kahn verabredet und wollen ihr bei ihrem Projekt zur Wiederansiedlung von Elchgeweihkorallen im Naturschutzgebiet helfen. Heute werden wir das größte Stück umsiedeln, das ich je verpflanzt habe. Ich möchte das Stück messen, um zu sehen, ob wir es zu zweit mit den Händen heben können oder ob wir den Kran der Aldebaran benötigen, um es zu transportieren. Und dann werden wir zu Laughing Bird Key fahren und die Koralle dorthin bringen. Wie bei einem Organtransport drängt die Zeit. Angekommen im Laughing Bird Key Nationalpark suchen wir erst einmal eine geeignete tote Koralle aus, auf die wir das neue Korallenstück transplantieren. Im vergangenen November habe ich schon 25 Stücke verpflanzt. Das ist beinahe 6 Monate her und die Sterberate ist gleich null. Keine der Korallen ist tot. Alle wachsen und viele überwuchern bereits die abgestorbenen Korallen. Ein toller Erfolg. Sogar die fremden Kabelbinder werden von neuen Korallenpolypen überwachsen. So kann Lisa wenigstens ein klein bisschen dazu beitragen, die Korallenriffe, die Regenwälder der Meere, zu retten.